Ja, hallo Leute, hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte heute mal was erzählen zum Thema Sonnenuntergänge. Und zwar war ich in Kroatien im Urlaub, habe da richtig coole Sonnenuntergänge fotografiert. Hatte schon gezeigt auf Facebook, auf meiner Seite, habe ich, ich glaube, 4 oder 5 Bilder davon gezeigt. Auch ein Selfie von mir, als ich direkt vor Ort war. Da hatte ich nämlich meine GoPro bei und genau darum geht es nämlich. Ich hatte die GoPro bei, habe immer so in Selfie-Optik da gefilmt, und zwar wie ich diese ganzen Sachen aufgebaut habe. Da habe ich ein paar Sachen dazu erzählt, wie ich den Bildausschnitt gewählt habe, worauf man achten sollte, Drittelregel, kurz was zur Sonnenblende und so weiter. Das habe ich da kurz vor Ort erzählt und das habe ich jetzt hier im Anschluss, kommt das in diesem Video. Da geht es einfach darum, guckt euch es an, vielleicht lernt ihr, vielleicht holt euch ein paar Tipps ab. Und wenn nicht, guckt euch einfach an, was der Typ da gemacht hat. Alle die jetzt nicht wissen, worum es geht, ich habe mal hier so kurz noch so ein Bild, und zwar, um was überhaupt geht, hier sowas hier, wenn ihr das gerade mal seht, zum Beispiel, oder dieses Bild habe ich da auch aufgenommen. Also ich finde, richtig geile Sonnenuntergänge geworden. Das war auch ein bisschen tricky, als die Sonne echt tief stand am Horizont, da hat es wirklich nur noch 5 Minuten gedauert, da war die weg. Auf einmal, ich habe mich echt erschrocken, auf einmal war die Sonne weg. Aber habe ich nachher auch noch geile Bilder gemacht ohne Sonne, war auch gut. So, eins noch vorweg, und zwar habe ich das nicht im Video gesagt. Ich habe vor dem Urlaub meine große Kamera nochmal zur Reparatur geschickt, da war so ein Kamerafehler, also ein Displayfehler drauf. Hatte ich nichts an den Fotos oder Filmen gestört, aber es war einfach nur optisch hinten auf dem Display, wollte ich natürlich weg haben. So, ich habe dann in den Urlaub nur meine kleine Kamera mitgenommen, die 58. Ich zeig mal eben kurz. So sieht die aus. Guck mal, hier ist die 58. So. Also, ist eigentlich eine ziemlich kleine Kamera, liegt perfekt in der Hand. Ich habe nicht die Riesenhände, ich würde sagen, ich habe so mittlere Hände. Dafür liegt sie echt gut. Für kleinere Hände noch besser geeignet, denke ich. Das Geile hier dran ist echt, die kostet mittlerweile, ich glaube, nur noch 300 Euro. Gebraucht mit Sicherheit noch viel günstiger. Die hat schon sehr viele Anschlüsse. Man kann HDMI-Anschluss anschließen, Mikrofon kann man sogar anschließen für bessere Tonaufnahmen. Was da auch richtig cool ist am Anfang, finde ich, der Akku, der hält echt ewig. Ich habe das Gefühl, bei meiner großen Kamera, ich habe die gleichen Akkus, da halten die nur halb so lange. Ja, und holt man sich hier noch ein cooles Festbrennobjektiv dazu, 50 mm zum Beispiel, von Minolta, so ein altes Ding. Die kriegt man, wenn man Glück hat, 60, 80 Euro bei eBay Kleinanzeigen, muss man mal schauen. Und da hat man für unter 400 Euro eine Kombination, womit man richtig geile Bilder machen kann. Vor allen Dingen Porträts mit dieser Festbrennweite, offene Blende 1,7. Richtig geil, da gibt es dann Porträt, das Bild vom Gesicht ist schön scharf, der Hintergrund ist schön unscharf, wie man es halt so gewohnt ist, wie man es halt wünscht bei Porträts. Also richtig geil, kann ich wirklich jedem empfehlen. Damit habe ich die ersten Schritte gemacht in der Fotografie und hat sich wirklich gelohnt. Ja, das nochmal nebenbei, womit ich da aufgenommen habe. Also wie gesagt, es war keine High-End-Kamera und damit kann man genauso viel rausholen. Man muss nur auf so gewisse Dinge achten, die ich jetzt hier in diesem Video erkläre. Also bleibt dran und viel Spaß. Schaut mal, wie geil das ist. Das ist geil. Geiler Sonnenuntergang. Eigentlich bin ich hier ziemlich in der Nähe vom Strand, wo wir auch immer baden gehen. Ich kann immer rüber springen. Da ist das ungefähr. Auf der linken Seite sind wir immer am Baden gewesen. Und jetzt bin ich gerade mal hier hingegangen, weil hier so richtig geile Felsen sind. Mal schauen, was sich hier zaubern lässt an Sonnenuntergängen. Ich mache das einfach mal und werde die gleich einfach mal einblenden, dann die fertigen Bilder. Ich versuche es auch wieder so zu machen, dass ich einmal die gemachten aus der Kamera und einmal die zusammengesetzten reinfüge. Wahrscheinlich wird das hier so eine HDR-Aufnahme, weil es einfach noch so krass ist, die Sonne. Ein paar Minuten kann ich noch warten, dann wird die Sonne wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen untergehen. Vielleicht noch ein bisschen rötlicher, oranger werden, ich kann gar nicht reingucken. Das wird eine ziemliche Herausforderung jetzt für die Kamera, aber das sollte man hinkriegen. Achso, übrigens, einen Tipp gebe ich mal noch für Sonnenuntergänge. Versucht mal die Sonnenblende einfach wegzulassen. Hier, das ist die vorne die Sonnenblende. Kann ich mal wegmachen. Das Teil, die Sonnenblende, einfach mal weglassen. Natürlich, das hilft im Normalfall dagegen, dass man diese
berühmten Flares, die Sonnenstrahlen oder Lichtstrahlen im Foto hat. Nur was dagegen hilft, wenn man es weglässt, kann es natürlich auch das Ganze fördern. Das heißt, man kriegt richtig schöne so Blendeneffekte, Blendenflecke da rein. Das sieht natürlich richtig cool aus. Muss man sehen, ob es dann manchmal zu extrem ist oder nicht. Natürlich, wenn man gegen die Sonne fotografiert, dann ist so eine Sonnenblende oder Gegenlichtblende auch nicht so ideal, weil es kommt eh rein, das Licht. Aber manchmal unterdrückt es noch so ein bisschen. Wenn man es weglässt, hat man natürlich dann ziemlich krass. Man muss einfach schauen, wie man es mag. Manche mögen es, manche nicht. Manchmal erspart man sich damit einfach noch einen Schritt in Photoshop, wenn man es dann eh reinmacht. Also versucht es einfach mal. So ein kleiner Tipp noch. Noch eine Sache zum Bildaufbau, die mir gerade eingefallen ist. Das habe ich gerade nicht so gesehen und beziehungsweise nicht gesagt. Viele Leute versuchen einfach immer nur jetzt gerade die Sonne und das Meer, einfach nur Sonne und Meer aufs Bild zu holen. Oftmals wird der Horizont noch einfach in Bildmitte gelegt. Das ist, sieht eigentlich langweilig aus. Man muss es so versuchen, dass man so ein bisschen Vordergrund noch mit hat im Spiel. Und dann versucht man die Sonne bzw. den Horizont ins untere Drittel oder ins obere Drittel des Bildes zu legen. Damit hat man so ein bisschen das, sieht ein bisschen spannender aus. Und wenn der Horizont oben ist, sieht es anders aus, als wenn er unten ist. Das hat eine ganz andere Bildwirkung. Wenn er unten ist, dann sieht der Himmel halt so weit aus. Wenn der Horizont oben im Drittel ist, dann hat man halt so einen langen Horizont und hat ein bisschen mehr Vordergrund. So schafft man sich noch mehr Tiefe. In diesem Fall, ich schwenke mal einmal rüber. Da hinten ist so eine kleine Insel ist das. Das ist eigentlich ganz cool hier. Das sieht von hier auf Satellitenposition ganz cool aus. Man kann sich jetzt, wenn ich das hier so hinschwenke, nochmal das Display nochmal wieder angehen. Kann ich mal so reingreifen. Ungefähr so wird auch das Bild aussehen. Nicht ganz so weit wie auf dieser GoPro, aber man hat hier links so ein bisschen Vordergrund, ein bisschen Büsche. Hier unten hat man so ein bisschen Felsen. Hier im, man muss es runter, so im unteren, im oberen Drittel hat man jetzt den Horizont, hier die Sonne. Und im, wenn ich ein bisschen rüber schwenke, so hier in diesem Bild. In dem oberen linken Drittel hat man die Insel. Das heißt, man hat den Horizont und die Insel quasi ja, schön im Drittel positioniert, wo man halt vom goldenen Schnitt spricht. Beziehungsweise gar nicht wahr. Goldener Schnitt ist ja was ganz anderes, mathematisch irgendwas hin und her. Es geht einfach um die Drittelregel. Man unterteilt den Horizont also horizontal in zwei Linien und vertikal macht man zwei Linien, sodass man halt 9 Rechtecke hat im Bild und sucht sich dann da die Striche raus, die vertikalen Linien und hat dann da Kreuzpunkte. Kann ich auch noch zu was schreiben. In meinem Fotokursen sage ich dazu natürlich was, aber das findet man auch überall im Internet und so gestaltet man ein Bild ziemlich spannend. Ganz einfache Anwendung, ganz einfache Technik, aber eine große Wirkung finde ich immer. Ja, das wollte ich noch dazu sagen einmal. So, jetzt bin ich gerade noch ein bisschen weiter nach unten gegangen, gerade stand ich da oben. Waren auch schon coole Bilder, glaube ich zumindest. Was ich da direkt in der Kamera gesehen habe, am Bildschirm im Großen und in der Bearbeitung nachher sieht es wahrscheinlich nochmal richtig anders aus und ich hoffe auch richtig cool. Jetzt bin ich noch mal weiter nach unten gerückt. Man sieht das vielleicht hier, unten schön bei den, bei den Steinen hier. In Kroatien ist ja alles steinig, immer die ganzen Einstiege im Wasser. Gut, das ist natürlich jetzt sehr steinig. Jetzt habe ich direkt die Sonne, die hier so schön runter geht. Jetzt habe ich meine Kamera eingerichtet, wie man es hier sieht. Ich zeige das mal. Moment, ich mache mal den Bildschirm hier. So, mal einmal an. Man sieht es schon, wie ich es eingerichtet habe, ungefähr, dass ich da, man sieht hier diese vertikalen Striche, was ich gesagt hatte mit der Drittelregel, vertikal und horizontal. Jetzt habe ich da oben links die Insel in ein Drittel, in einen Kreuzpunkt und da rechts in der rechten Drittel ist quasi die Sonne. Hier links habe ich so ein bisschen Vordergrund, geht ein bisschen weiter hoch, das heißt hier wirklich schönen Bildaufbau, so wie es, also glaube ich zumindest, dass er schön aussieht.
Und ich glaube, das wird ein richtig cooles Bild. So, jetzt muss ich langsam aufhören zu sabbeln hier, weil die Sonne geht langsam runter. Die geht jetzt wirklich schnell unter. Hier muss man aufpassen. Und jetzt schnalle ich mir noch einen Graufilter davor, damit ich das Wasser noch ein bisschen weicher bekomme. Also seid gespannt. Es würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Schreibt irgendwas in die Kommentare, was euch aufgefallen ist, ergänzen möchtet oder was ihr noch von mir wünscht. Also viel Spaß und bis dann. Ciao.